Moin moin, guten Tag und hallole zu einer neuen Folge der 13 Dinge Kiste. Ja, und zur zweiten Nachvertonung, denn ich war so motiviert gewesen nach dem Kampf mit dem Enderdrachen, dass ich alles in einem Stück halt eben aufgenommen hatte und ja, ich bin eigentlich nur kurz in unsere Basis halt eben gegangen und habe dann halt eben die wichtigsten Sachen halt eben dort halt eben in eine Truhe getan und habe dann halt eben noch eine, also unsere Lytra und ein paar Raketen halt eben mitgenommen, weil man mit denen vielleicht halt eben doch ein bisschen halt eben was fliegen konnte, um halt eben mehr Strecke halt eben überwinden zu können und war, wie ihr es halt eben gerade sehen könnt, halt eben ein bisschen orientierungslos und ratlos halt eben gewesen. Habe mir dann halt eben erstmal noch die Koordinaten halt eben aufgeschrieben, dass wir halt eben auch den Weg zurückfinden könnten, denn ich glaube, ich hatte da jetzt halt eben keinen Wegstein dann halt eben dabei gehabt. Den hatte ich nämlich irgendwie vergessen halt eben einzupacken. Aber ja gut, okay, man kann ja nicht immer alles sofort irgendwie haben, aber ja gut, okay. Ist halt eben so, Koordinaten aufschreiben, dass man den Weg zurück zur Not finden würde. Und dann kriegt man das halt eben auch irgendwie hin, denke ich mal. So, Koordinaten endlich aufgeschrieben. Und ja, wir sind hier auf einer kleinen Insel dann halt eben aufgetaucht. Und ja, mussten dann halt eben auch erstmal irgendwie rüberkommen. Aber wir haben ja zum Glück halt eben Enderperlen. Problem, ja, wir haben halt eben schon wieder einen Enderman irgendwie aus Versehen zornig halt eben gemacht. Weil ich halt eben vergessen hatte, die Kürbismaske halt eben wieder aufzuziehen. Aber gut, okay. Solange es nur ein Enderman ist, geht's ja dann halt eben noch. Und da kommt man dann halt eben ja auch irgendwie dann halt eben ja, voran. Ja, ich hatte die Hoffnung, beziehungsweise habe halt eben die Hoffnung, dass wir dann halt eben vielleicht eine sogenannte End City dann halt eben finden. Und ja, da dann halt eben nach Schalkerboxen halt eben gucken, hier jetzt dann halt eben auch diese Chorusfrüchte sind es, glaube ich, heißen sie, dann halt eben auch noch einsammeln, also dass wir im Endeffekt halt eben Materialien, die wir halt eben noch nicht haben in unserem tollen Lagersystem oder allgemein noch nicht haben, dass wir die dann einfach halt eben einsammeln und halt eben auch noch eine weitere Elytra dann halt eben finden und ja, halt eben schauen, was wir halt eben sonst noch so eventuell eben finden. Also diese Schalker zum Beispiel, dass wir dann halt eben auch noch Schalkerboxen halt eben machen können, aber ja, müssen wir halt eben schauen, was wir dann halt eben so alles entdecken. Und ja, glücklicherweise haben wir dann halt eben schon auf dieser großen, ja, Hauptinsel, wo wir angekommen sind, eine Endstadt, End City, dann halt eben gefunden und sogar eine relativ große, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, weil die könnten halt eben auch ja nur einen Turm haben oder mehrere Türme oder ja, also es ist irgendwie ja, von allem irgendwie etwas. Ich habe dann halt eben versucht mit Pfeil und Bogen die Schalker dann halt eben irgendwie ja, anzugreifen. Weil, ja, die verschießen ja solche tollen Partikel und wenn man von denen getroffen wird, dann kriegt man einen Schwebeeffekt. Und ja, da muss man dem aufpassen, wenn man da nicht irgendwie, ja, ein Dach irgendwie hat, wo man sich dann halt eben aufhalten kann, würde man dann halt eben relativ schnell, ja, in den Tod stürzen, weil man dann halt eben zu weit nach oben schwebt, aber ja, man kann es ja dann halt eben auch ein bisschen verhindern oder halt eben ja versuchen zu verhindern, indem man immer schaut, dass man irgendwie ein Dach über dem Kopf hat, um dann halt eben nicht ja, zu weit dann halt eben hoch zu schweben. Ich habe mich dann einfach reingebuddelt und habe dann halt eben geschaut, wie wir dann halt eben hier uns irgendwie durcharbeiten, aber erstmal halt eben die Schalker, die hier drin sind oder halt eben als Wachen vorne dran sind, halt eben erwischen. Und ja, da ist jetzt irgendwie ein Schalker halt eben
abgehauen, glaube ich. War mir jetzt dann halt eben auch nicht mehr so ganz sicher, wie, wo, was. Aber, naja, gut, okay. Vielleicht habe ich ihn auch vernichtet. War mir da, wie gesagt, überhaupt nicht sicher. Aber, ja, man kann ja nicht immer alles wissen. Ja, da hatte ich dann aus Versehen die Treppe abgebaut. Aber macht ja nichts, kann man wieder hinbauen und sich jetzt so langsam Stück für Stück hier irgendwie hocharbeiten. Und halt eben schauen, wie kommt man hier jetzt irgendwie am besten hoch, weil ich habe ja so eine Endcity bisher noch nie so wirklich erkundet. Und ja, musste mich da halt eben auch erstmal zurechtfinden und halt eben mit dem Jump'n'Run Fähigkeiten, die ich seit ein paar Jahren nicht mehr einsetzen musste, dann halt eben irgendwie mich hier irgendwie durchboxen. Hat mich dann auch ein bisschen an Super Mario erinnert, mit diesem Rumspringen. Aber ja, war dann, wie gesagt, mir nicht so ganz sicher, wie muss ich da jetzt dann halt eben irgendwie mich durchboxen. Hab dann halt eben gesehen, oh, da ist ja ein Schiff. Das heißt, wir können dann halt eben auf jeden Fall eine Elytra halt eben bekommen oder relativ sicher eine Elytra bekommen, sag mal so rum. Weil bei solchen Schiffen gibt es dann halt eben nur diese Elytras dann. Und ja, hab dann wieder diesen tollen Schwebeeffekt bekommen. Da kam auch nochmal einer von irgendwo außen halt eben rangeschossen. Aber ja, keine Ahnung, woher genau. Bin da ein bisschen überfragt und überfordert gewesen. Aber naja, gut, okay, ja, da hat man es nochmal gesehen. Genau, dass da halt eben nochmal ein Schalker halt eben ist. Und ja, diese Dinger, die sind irgendwie wie Thermoraketen irgendwie, so vom Gefühl her. Weil die irgendwie gelenkt werden, diese Thermodinger, sag ich schon, diese Partikelgeschosse da irgendwie, wodurch man dann halt eben zum Schweben kommt. Und ja, da hatte ich dann halt eben auch irgendwie ein bisschen geguckt und war dezent überfragt, wie, wo, was, aber ja, gut, okay, Leiter und dann wieder Jump-in-One-Fähigkeiten beweisen, die man dann hat oder vielleicht doch nicht hat oder ja, muss man dann halt eben sich so langsam durcharbeiten. Und ja, da war ich jetzt dann wirklich ein bisschen überfragt, so, wohin soll ich jetzt als erstes gehen, weil überall sind dann halt eben Schalker vor der Türe und da muss man halt eben wirklich zügig dann halt eben durchgehen und ja, halt eben einfach schauen, dass man dann irgendwie da durchkommt. Und ja, da sieht man, was es halt eben bringt oder wie blöd es halt eben sein kann, wenn man halt eben mit diesem Schwebeeffekt immer weiter und weiter nach oben befördert wurde oder halt eben wird. Und ja, aber es ging ja bisher halt eben recht gut. Und ja, da ist jetzt dann halt eben wieder ein Schalker verschwunden. Also ich glaube, die können sich auch wegteleportieren. Bin mir aber nicht 100% sicher. Aber naja, gut, okay. Was man halt eben nicht alles weiß. Oder was man weiß, was man nicht weiß, ist halt eben immer so eine Sache. Ja, da schießt nochmal einer. Ich hätte den nicht so schnell gesehen, wo der halt eben ist. Weil ich wollte eigentlich nur an die Truhe dann halt eben rankommen, beziehungsweise an die Truhen. Und halt eben reinschauen, was halt eben drin ist, beziehungsweise ja, in der Endertruhe wissen wir ja eigentlich, oder sollten wir wissen, was halt eben drin ist. Weil das ist ja diese Teleportationstruhe, könnte man halt eben sagen. Alles, was man da halt eben reinmacht, bleibt halt eben auch drin und erhalten, ist halt eben wie so extra abgespeichert, könnte man halt eben sagen. Ja, ich habe dann noch ein bisschen, ja, danach geschaut, wie, wo, was ich da jetzt halt eben alles einsammeln möchte und was nicht. Das waren, ich glaube, nur ein paar Eisensachen, aber ja, ist halt eben irgendwie ein bisschen schwierig. Und da hat man es jetzt wirklich gesehen, dass der sich teleportiert hat. Ich habe dann halt eben auch ein bisschen gekämpft, könnte man sagen, mit dem, ja,
Effekten halt eben, nehme ich jetzt dann halt eben den Bogen oder das Schwert. Mit dem Schwert ist es eigentlich deutlich besser und geschickter, weil, ja, mit einem Schwert haben wir ja Plünderungen halt eben drauf und kriegen dadurch dann halt eben mehr von diesen Schalkerschalen. Weil man braucht ja zwei Schalkerschalen und eine Truhe war es, glaube ich, um halt eben eine Schalkerbox bei dem machen zu können. Und ja, da wäre es halt eben richtig toll, wenn wir halt eben mehrere von diesen Schalkerschalen halt eben bekommen würden. So, da unten war dann der andere, genau. Ich glaube, das war dann der letzte gewesen, der dann die ganze Zeit irgendwie angegriffen hatte. Weiß es nicht. Also irgendwie, die Schalker sind irgendwie nervig. Die machen jetzt nicht wirklich Schaden, aber ja, wenn man nicht aufpasst, ist man halt eben trotzdem tot. Also fast so wie bei den ja, anderen Mobs halt eben auch. Also man muss immer irgendwie aufpassen, wie halt eben etwas ja, vorangeht. Ich habe dann noch ja, da war jetzt nochmal eine Schalkerschale halt eben. Dann halt eben auch noch irgendwann einmal damit angefangen, Rohstoffe halt eben einzusammeln. Also hier diese purpurnen Ziegel und halt eben auch noch, ja, was man halt eben so alles gebrauchen könnte oder halt eben auch nicht gebrauchen könnte. Ist halt eben, ja, Geschmackssache, könnte man halt eben sagen. Aber ich habe halt eben irgendwie so das innere Bedürfnis, dass ich, ach, da kam schon wieder ein Schalker dann halt eben irgendwie mit rein. Ja, hab halt eben irgendwie so das innere Bedürfnis, dass ich von allen Materialien, die in unser Lager dann halt eben einspeise, dass wir dann halt eben wirklich von allem halt eben etwas haben. Dass wir halt eben auch wirklich eine große Auswahl haben an verschiedensten Baumaterialien. Weil irgendwie so, ja, dieses Rosa oder Purpur, das ist jetzt ehrlich gesagt halt eben nicht so meine Farbe oder Lieblingsfarbe, aber man könnte es halt eben dennoch irgendwo dann halt eben verbauen. Also das sollte jetzt dann halt eben nicht irgendwie ein Problem dann halt eben darstellen. Man muss ja jetzt damit nicht irgendwie ein riesiges Haus halt eben irgendwie damit machen. Also von dem her, jo. Aber geht ja dann halt eben im Endeffekt eins nach dem nächsten, könnte man halt eben sagen. Hab dann halt eben bemerkt, ach ja, hier gibt es ja nicht nur Ziegel, sondern halt eben auch diese Säulen. Die haben so Runen halt eben drauf, könnte man sagen. Die könnte man halt eben vielleicht irgendwie so als Zierelement irgendwo dann halt eben mit reinnehmen oder reinsetzen. Also war halt so mein Gedanke. Ich habe dann halt eben wieder einen Schalker irgendwo gehört und habe dann versucht, den irgendwie, ja, loszuwerden. Aber ja, ich habe halt eben keine Lenkpfeile wie der freche Schalker. Aber ja, gut, okay. Man kann nicht immer alles haben, ne? So, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Habe ich es bis ganz nach oben geschafft? Nein, war knapp. War knapp. Aber keinen Schaden erlitten. Zumindest keinen bedeutsamen Schaden. Und ja, wieder hier die Jump-and-Run-Fähigkeiten ausprobieren. Aber man sollte halt eben auch genügend Platz über dem Kopf haben, dass man halt eben auch da hinkommt, wo man hinkommen möchte. So, hier waren wir jetzt, glaube ich, wirklich an der Spitze des Turms, denke ich mal. Ich glaube, noch weiter nach oben ging es nicht. Hab dann halt eben den Endstab dann halt eben mitgenommen. Oder sogar zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht auch vier. Okay, waren doch vier. halt eben auch als kleines Deko-Element, könnte man halt eben sagen. Denn, ja, die haben auch eine kleine Leuchtkraft, glaube ich, aber ja, bin mir da jetzt halt eben auch nicht so 100% sicher. Aber wir haben es einfach mit eingepackt. Genau, und da kam ich jetzt auf die grandiose Idee, einfach mal rüber zu fliegen, direkt auf das Schiff. Weil, ja, hochbauen
oder Fliegen. Ich glaube, da ist Fliegen dann halt eben etwas besser und angenehmer, weil Schalker gibt es auch auf diesem Schiff dann halt eben. Und ja, die schießen da dann halt eben auch ordentlich dann halt eben rum. Und ja, wenn man nicht aufpasst, gibt es dann halt eben auch noch einen Enderman. Aber ja, der hat uns ja jetzt wunderbar in Ruhe gelassen. Genau, da sind sie jetzt hier direkt vorm Fenster, die frechen Schalker. Da habe ich mir gedacht, gut, okay, komm, machen wir sie einfach durch das Fenster, dann halt eben platt. Und ja, die können jetzt dann halt eben nicht so zielgenau hier reinschießen. War dann halt eben auch sehr von Vorteil. Und ja, gut, okay, da wurde ich jetzt doch nicht getroffen, okay. Ich war mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. So, Tränke, ja, Heiltränke kann ich immer gut gebrauchen. Und schon wieder Levitation drauf bekommen. Ja, wenn man an der Decke klebt, kann man schlecht die unteren Etagen erkunden. Aber gut, okay. Man kann ja nicht immer alles haben. Und da haben wir jetzt hier einen Schalker, der die Elytra dann in ihm bewacht. Der sich wegteleportiert, der Frechdachs. Aber wir kriegen ihn dennoch halt eben zugefassen. Eieiei. Ich gut Deutsch. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wir kriegen ihn dennoch gefasst. So, da haben wir noch Schaufel, Schwert, Eisenbarren, Diamanten. 4 Diamanten ist halt eben auch was sehr Tolles. Gold nehmen wir natürlich auch mit. Dia-Rüstung, Sattel. Okay, den Sattel hätten wir jetzt wohl eher nicht gebraucht, weil, ja, wir haben ja, glaube ich, mehr als genug Sattel zu Hause. Aber na gut, okay. Einer mehr oder weniger macht jetzt dann halt eben auch nicht viel aus. So, da hatte ich dann versucht, noch den Endstab mitzunehmen, habe aus Versehen den Rahmen dann halt eben wohl mitgenommen. Und ja, da hatte ich dann halt eben auch nochmal versucht zu erkunden, gibt es dann halt eben noch hier irgendetwas Besonderes, also abgesehen vom Drachenkopf. Weil den Drachenkopf vorne, den wollte ich halt eben auch auf jeden Fall dann halt eben noch mitnehmen. Aber wie ihr sehen könnt, das Inventar war dann halt eben schon sehr voll. Oder halt eben schon ganz voll. Ich weiß es ehrlich gesagt halt eben nicht mehr. Habe jetzt auch nicht schnell genug halt eben drauf gucken können. Habe halt eben nur noch den Schalker halt eben irgendwie vernichten wollen, weil der Drachenkopf ist vorne an der Spitze. Und da dann den Levitationseffekt bekommen, wäre sehr ungut. Sagen wir mal, wäre sehr ungut. Genau, so. Da haben wir dann jetzt den doch bekommen und schweben einfach in die Höhe hinauf und ja, werden so gut wie fast nicht aufgehalten und ja, jetzt kleben wir hier an der Decke und ja, zum Glück ist da die Leiter, dass wir uns da dann halt eben festhalten können. Aber ja, wäre die nicht da gewesen, dann hätten wir wohl ein etwas größeres Problem gehabt. Aber gut, okay. Man kann ja nicht immer alles haben und ja, dann probiert man es halt eben wieder mit der Hamstertechnik, ne? Oh, Entschuldigung. Eieiei. Ist akuter Sauerstoffmangel, ihr kennt es ja, ne? So, ja, mit der Hamstertechnik, ne? Tunnel graben oder halt eben zur Not halt eben einfach nur ein Loch graben, um dann halt eben den Feind halt eben zu vernichten. So, ja, genau, da sieht man schon, dass das Inventar halt eben voll war, weil ich ein paar Sachen halt eben nicht mehr eingesammelt habe. Dann halt eben den Rahmen rausgeworfen, weil ja, mindestens einen Platz brauchen wir ja dann halt eben noch. Zwar halt eben für den Drachenkopf, weil der sieht dann halt eben auch nicht schlecht aus. Den können wir dann irgendwo hinhängen. So, eine Trophäenraum oder extra Wand oder irgendwie sowas. Also da wird man sicherlich dann halt eben etwas Tolles halt eben finden. Hab dann halt eben auch noch geschaut, kann ich da irgendetwas Besonderes halt eben noch irgendwie machen, dass ich den dann schnell eingesammelt bekomme oder so. Aber ja, dem war jetzt dann halt eben nicht wirklich so. Ich war jetzt auch nicht ganz sicher, muss ich den mit Werkzeug abbauen oder nicht. Und ja, habe dann ihn mit der Samtpfote abgebaut und dann ist er mir runtergefallen.
so eine Sauerei. Ne? Aber wir haben ja zum Glück unsere Flügelchen. Sogar zwei Flügelchen haben wir ja jetzt. Ja, hab dann halt eben wieder die Raketen genommen, weil das ist dann für mich der eher sichere Weg, um in den Flugmodus halt eben zu kommen. Weil, ja, ohne Flugmodus wäre das dann halt eben vielleicht der sichere Tod. Und da haben wir jetzt dann auch noch einen Wegstein dann halt eben gefunden. Das war dann halt eben auch noch mehr als nur sehr, sehr gut und klasse. Und hab mir gedacht, na komm, dann nehmen wir den dann halt eben gleich mal mit und können den dann halt eben da setzen. Ja, den aus Versehen aktiviert, aber gut, okay. Wir hätten ihn theoretisch auch da mitten auf der Insel lassen können, aber mir wäre es lieber, wenn wir da halt eben wirklich ein bisschen so geschützten Raum haben oder hätten. Und wollte den dann da in den Eingangsbereich von der Endcity dann halt eben reinstellen, dass wir da dann halt eben auch einen guten, ja, Rückwegspunkt haben, dass wir da halt eben auch direkt hin teleportieren können. Ja, müssten wir uns halt eben überlegen, ob wir noch einen Wegstein dann halt eben basteln und den dann halt eben, ja, am Ende, also wenn man durchs Endportal halt eben durchkommt, da dann halt eben hinstellen, dass wir halt eben uns die drei Levelpunkte halt eben immer sparen können, weil wenn wir in eine andere Dimension gehen, dann verlieren wir drei Levelpunkte. Also ja, das müsste man halt eben beachten, aber gut, okay. Theoretisch ist es ja überhaupt kein Problem, weil ja, Level kriegen wir halt eben mehr als genug. Und ja, wir können dann halt eben auch in Zukunft halt eben schauen, zwecks Enderman-Farm oder Enderperlen-Farm. Da können wir dann halt eben sicherlich dann halt eben relativ bald oder zügig halt eben was machen. Aber jetzt in der nächsten Folge habe ich dann halt eben ein etwas anderes Thema dann halt eben mal zum Ansprechen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich da dann halt eben gleich dann halt eben irgendeine große Farm baue. Ich glaube eher nicht, weil ja, da machen wir, glaube ich, eher ein bisschen was Seichteres, etwas Einfacheres, weil ich glaube, Action hatten wir jetzt auch zu Genüge gehabt, könnte man fast sagen. Ja, wie ihr sehen könnt, ich baue dann halt eben gerade den Turm dann halt eben sehr unschön auseinander. Also ich zerrupfe ihn regelrecht, dass wir dann halt eben auch mindestens 19 von den entsprechenden Blöcken dann halt eben haben für unser Lagersystem. Denn ja, wir brauchen ja halt eben einen Block für den Rahmen und dann halt eben noch, ja, 18 Stück oder halt eben auch mehr dann halt eben für oben in die Sortierung dann halt eben rein, dass wir da dann halt eben wirklich, ja, das Lager halt eben sofort als aktiviert haben, könnte man sagen, weil wäre blöd, wenn ich jetzt von jedem nur zwei Stück mitnehme. Haben wir eins für den Rahmen, eins für die Sortierung und dann müssten wir erst losgehen, wieder die Sachen holen, bis wir die dann halt eben überhaupt erst in der Kiste sehen. Und ja, das wäre dann ein bisschen ja, unpraktisch, hätte ich jetzt halt eben gesagt. Tja, unser Inventar ist voll. Und deswegen springe ich jetzt dann nicht eben direkt nach Hause. Es kostet zwar drei Level, aber naja, gut, okay, was soll's. Aber wir haben ja eh über 60 Levelstufen. Da macht es ja dann jetzt halt eben nicht wirklich viel aus, dass wir da ein bisschen was ausgegeben haben. Tja, jetzt kommt eigentlich nur noch das Typische nach einer Abenteuertour: die Sachen halt eben einsortieren und einlagern. Und in diesem Sinne einen schönen Tag noch. Macht das Beste draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.